Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge von Pokémon Let's Go Evoli. Es hat sich mal wieder ein bisschen was getan und zwar sieht es nämlich inzwischen so aus, dass ich nochmal versucht habe, Shinies zu finden. Zwar mit weniger Erfolg dieses Mal, aber naja, das wollen wir einfach mal außen vor lassen. Ich habe ein paar Macholos gefangen und wollte da einfach mal sehen, wie das aussieht, ob ich es vielleicht hinkriege, da einen Shiny Macholo rauszukriegen. Habe aber erstens mal zu wenig Macholos dann gehabt, weil mir irgendwann mal zwischendrin eins geflüchtet ist und ich dann irgendwann mal keine Lust mehr hatte. Aber naja, so ist es nun mal. Trotzdem möchte ich noch ganz kurz hier aus meinem Pokéball mit euch hier live mal, einfach dass ihr das nochmal seht, mein Pokémon vom Ausflug mitnehmen und dann stürzen wir uns ins Lavandia oder Lavandia-Abenteuer. Ich weiß nicht, das ist sehr, sehr komisch, wie man diese Stadt aussprechen muss oder soll. In dieses Abenteuer auf jeden Fall und schauen einfach mal, was uns dort erwartet. Denn wir haben ja gesehen, letzte Folge, wie das Dragosso da reingerannt ist in den Turm und unser Rivale auch. Was ich aber noch ganz kurz machen muss, ist, ich muss ganz kurz das Licht noch anmachen, weil sonst sieht es hier alles ein bisschen komisch aus. Und mein Pokéball Plus soll sich jetzt endlich mal verbinden mit meiner Switch. Mach mal deinen Job hier, Pokéball Plus. Ah, okay, Pokéball. Drücke den oberen Knopf oder den... Oh, jetzt habe ich ihn ausgeschalten. Das war schon mal smart. Ah, jetzt. Ein Pokémon macht gerade einen Ausflug. Dein Pokéball Plus soll es zurückkommen. Ja, es soll zurückkommen. Das ist das, warum ich hier jetzt bin. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, es war ein Pixie. Es war ein Obenmod. Quatsch, es war ein Blutzug. Oh, Pixie hatte ich schon... 60.897 Erfahrungspunkte, Leute. Ich glaube, es wird eine Weile dauern. Ich schätze, es wird übel Level 30. Übel Level 30. Okay, ich glaube, das ist... ich glaube, das ist eine Sache, die ich ein bisschen zusammenschneiden muss. Wir sind Level 39 mit Blutzug jetzt. Blutzug erreicht, Level 9. Ja, jetzt muss ich das Ganze hier durchklicken. Wir sehen uns gleich wieder. So Leute, da sind wir wieder und Blutzug entwickelt sich. Es wird jetzt auch noch direkt zu einem O-Mod. Das finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Ich muss echt sagen, mir gefällt es absolut gut, dass man die Pokémon einfach in den Pokéball stecken kann, damit rumlaufen kann und einfach damit halt seine Pokémon leveln kann. Das ist super gigantisch einfach nur. Das ist wirklich, wirklich gigantisch. So, Omod, ein Eintrag. Berührt man die staubartigen Schuppen auf den, seinen Flügeln, heftet diese sich hartnäckig am Körper an und sondern darüber hinaus Gift ab. Alter. Also schon ein bisschen ein krasses Pokémon, möchte ich einfach mal sagen. Omod versucht Windstoß zu lernen. Ich weiß gar nicht, ob wir ihm Windstoß beibringen wollen. Ich meine, wir haben Blutsauger. Blutsauger ist eigentlich gar nicht so die schlechteste Attacke. Und ich glaube, Windstoß ist da echt nicht worth, dagegen einzutauschen. Nein, wir wollen keinen Windstoß hier erlernen. Also, Pokémon Go Erfolge. 519. Gemeinsame Schritte 31.345. Pokémon Go Einsatz 642. Trainer hat reagiert 6-mal. Trainer wurde gerufen 10-mal. Spaß gehabt 15-mal. Sehr viel Spaß gehabt 1-mal. 3 Sonnenbonbons, 12 Blutzugbonbons, 12 Vulkanobonbons, 1 Flottbonbon, 1 Herzschuppe und 5 Himbeeren. Du erhältst diese Bekleidung. Alter, das ist halt... Das ist halt übelkrank, Leute. Das war halt schon eine Gönnung, möchte ich einfach mal sagen. Ja, ich möchte trotzdem wieder weiterhin meinen Pokéball-Controller benutzen, bitte. Dankeschön. So, und jetzt stürzen wir uns doch einfach mal hier ein bisschen ins Abenteuer von Lavandia oder Lavandia, wie man es auch immer aussprechen möchte. Ich bin mir gerade nur noch ganz sicher, wie mein Team aussieht. Ich habe nämlich gerade mein Team ein bisschen ausgetauscht, einfach um die zu leveln. Ich habe jetzt auch ein Dragosso mit drin, das habe ich in der Höhle gefunden. Wir müssen wahrscheinlich unser Team wieder umstellen. Es ist ja so, dass
das mir gesagt wurde, ich habe es jetzt in den Kommentaren gelesen, auch wenn es, ihr müsst bedenken, ich nehme hier ziemlich viel vor, nach vorne auf. Und zwar möchte ich eigentlich Evoli auch nicht so hart vernachlässigen. Deswegen kommt es auch erstmal wieder in unser Team rein. Und zwar anstelle von Parasek erstmal. Und wir bauen uns jetzt halt wirklich schon mal ein ganz, ganz stabiles Gesamtteam einfach mal auf. Wir packen noch unser Garados mit rein. Damit haben wir also dann, ja, Evoli halt und Garados. Omod wäre natürlich eine coole Sache, jetzt reinzusetzen. Einfach weil Omod wohl eins unserer stärksten Pokémon momentan ist auf Level 39. Kadabra kommt noch mit rein. Dann haben wir hier einmal, was bist du nochmal? Kann ich mir das anzeigen lassen? Ne, kenne ich nicht. Shillock. Ich habe theoretisch einen Wasser-Attacker schon mit drin. Ich habe aber noch keinen Pflanzen-Attacker. Das heißt, es ist entweder Bisasam Knosp. Glumanda Level 23 hatte doch schon Glutexo. Ah, da warst du gerade. Glutexo kommt auch hier rein. Ich glaube, wir bleiben sogar mal bei Bisasam. Da haben wir so ein relativ klassisches. So ein relativ klassisches Team fast schon. Ich überlege nur gerade, was ist gut gegen Geist? Ist nicht Käfer gut gegen Geist? Ich habe jetzt auch, weil es mir geraten wurde, habe ich eine Tabelle mir auf mein Handy gezogen, dass ich einfach mal zwischendrin nachgucken kann, was denn gut gegen die bestimmten Sachen ist. Und gut gegen Geist ist Geist. Wow. Psycho. Ne, warte mal, andersrum muss ich das ja angucken. Ich muss gucken nach. Ja, einmal Geist, einmal Unlicht. Ich glaube, ich habe aber. Doch, ich habe Unlicht mit Arcani, gell? Dann wäre es ja eigentlich fast smart, Arcani mit ins Set reinzunehmen jetzt gerade. Weil ich das dann auch gut leveln kann nochmal. Ja, Bisasam, es tut mir leid, dann musst du leider rausgehen. Oder Glutex. Nee, Bisasam kommt da jetzt raus und dann passt es eigentlich. So, und so gehen wir rein. Dragosso wäre natürlich auch eine gute Alternative hier gewesen, aber das möchte ich gerade einfach nicht spielen. Ich finde, Dragosso ist zwar ganz nett, ist halt Boden, Unlicht, wenn ich es richtig weiß, bin mir gerade gar nicht so arg sicher. Parfüm wirkt nicht mehr. Nein, oh nein, ich habe es erneut eingesetzt. Ah, never mind. Never mind. Ist zwar jetzt schade, aber mein Pipi fehlt mir so sehr. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Wir sind jetzt hier im Turm der Toten. Was schon, ich finde es schon ein bisschen krass, dass es sowas gibt hier überhaupt im Pokémon. Bist du hier, um der verstorbenen Pokémon zu gedenken? Was für ein lieber Junge. Du hast ein Herz aus Gold. Ja, so sieht es nämlich aus, Leute. So sieht es nämlich aus. Na sowas, du bist aber ein niedlicher Junge. Willst du etwa den Pokémon-Turm besuchen? Was bist du doch für ein liebes Kind? Da fällt mir etwas ein. Die Pokémon dort freuen sich bestimmt, wenn du ihnen in hübscher Kleidung gegenübertrittst. Du erhältst formelles Set von der alten Frau. Du verschaust formelles Set in deinem Klamottenkoffer. Okay, wir gucken uns einfach mal ganz kurz noch das formelle Set an. Denn wir wollen ja auch dem Pokémon richtig gegenübertreten, Leute. Man muss da auf jeden Fall auf die auf die Hausordnung achten, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Oh, was ist das? Das gefällt mir doch schon mal. Ein ganz schickes Oberteil hier. Und eine schwarze Hose. Oh nein, nicht die sportliche Hose. Ja, so komplett in schwarz kann man doch auf jeden Fall mal gehen. So fast komplett in schwarz mit dem komischen hier, was ist die formelle Tasche denn? Kann ich das drehen kurz? Hat mein Evoli jetzt auch formelle Klamotten? Einen schönen formellen Hut. Nee, formelles Shirt kriegt's nicht. Ja, nice. Hätte ich erstmal gesagt, wir sind ja jetzt formell unterwegs. Mein Vokano, warum hast du mich verlassen? Ja, das passiert halt mal. Der Pokémon-Turm wurde in Angedenken an verblichene Pokémon errichtet. Ach du Heilige. Ich bin eine Exorzistin. Ich spüre eine rastlose Seele oben im Turm. Okay. Ja, dann hätte ich mal gesagt, wir stürzen uns mal hier in Richtung oberen Turm und schauen mal, was die Exorzisten hier zu sagen haben. Selbst wir Exorzistinnen wissen nicht, was es mit dem allen umherirrenden Gespenster auf sich hat. Wenn wir doch nur ein Sylph-Scope hätten.
Dann könnten wir der Wahrheit vielleicht auf den Grund gehen. Oh Gott, no. Das muss ich auch noch suchen. Eieiei. Stimmt ja, da war was. Ey, Scroll. Moment, was machst du denn hier? Sag nicht eines deiner Pokémon. Es ist alles in Ordnung. Puh, da fällt mir aber ein Stein von was. Aber weißt du, womit es mir noch besser gehen würde? Wenn du mir einen Kampf zeigen würdest, was deine Pokémon wirklich fit sind. Okay. Da, den Gefallen will ich dir doch tun. Tauboga. Okay, was haben wir nochmal als erstes Pokémon draus? Ich weiß gar nicht mehr. Ach, Evoli. Ja, Evoli, dann kannst du auch einfach mal wieder zeigen, was du drauf hast. Ich hätte mal gesagt, du darfst hier jetzt mal den kompletten Kampf wieder durchkämpfen. Was ist denn super gut? Feuer oder Elektro? Ich glaube, wir setzen einfach mal Elektro ein. Ich finde die Special-Attacken, die jeweiligen, sehr effektiv. Nice. Sind halt einfach echt cool. Paralysiert, das ist gut. Ja gut, Sandwirbel ist jetzt wahrscheinlich nicht so das Effektivste gegen unser Evoli, aber weil die Pokémon, die man halt ganz gut behandelt, und das tun wir ja mit unserem Evoli, sind da ja immer sehr, sehr positiv gegenüber ausgerichtet. Knisterladung wird eingesetzt. Nice, super. Damit ist Tauboga erstmal down. Ich weiß gar nicht, was war. Er hat auf jeden Fall noch ein Pikachu, und gegen Pikachu werden wir auf jeden Fall unsere Feuerattacke einsetzen. Oh, er hat einen Raichu inzwischen sogar schon. Nein, ich möchte mein Pokémon nicht wechseln. Setzt Raichu in den Kampf ein. Das finde ich cool, dass er inzwischen so weit ist, dass er schon einen Raichu hat und nicht einfach sagt, hey, ich bleibe einfach konstant bei meinem Pikachu. Oder vielleicht hat er auch das Pikachu einfach das Raichu einfach so gefangen, was ich aber jetzt eher weniger denke. So, wir hauen hier einen ordentlichen Hit rein, wir verbrennen es. Die Sache ist halt einfach nur, dass wir nicht so viel Damage damit gemacht haben, wie er hofft. Und er hat mit seinem Hit doch ordentlich Schaden durchgepusht, möchte ich einfach mal sagen. Er setzt Donnershock ein. Elektroattacken sind halt, ja, ganz okay gegen jetzt zum Beispiel meinen Evoli. Was ich jetzt versuchen möchte ist, wir gehen auf den Loopsauger. Es sollte eigentlich ausreichen, um den Gegner zu töten. Oh, really? Hypertrank. Naja, wir setzen trotzdem den Blubsauger ein und heilen uns damit auch ordentlich mal wieder hoch. Zwar nicht so viel wie sonst immer, aber zumindest wieder auf den grünen Bereich rein. Verbrennung triggert weiterhin, das ist gut. Wir gehen dann jetzt wieder auf unsere Feuerattacke, Fackelbrand. Setzt Donnershock ein. Donnershock ist eindeutig die schwächere Attacke im Gegensatz zu dem Hit, den er da hat, zu dem Elektroschlag oder wie er hieß. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Name hieß. Okay, Verbrennung triggert nochmal und eigentlich könnten wir ihn jetzt über die Ding töten, aber ich will nicht, dass er nochmal hier irgendwie Tränke oder sowas einsetzt. Ich weiß nicht, ob er nur einmal einen Trank einsetzt in dem Game. Wenn er jetzt ein Crit landet, sollten wir kaputt sein sogar. Macht er aber nicht, das ist gut, aber wir sind paralysiert, das sollte aber unserem Evoli nichts ausmachen. Nein, das ist doch paralysiert. Ja, okay. Ne, wisst ihr was, wir machen das anders. Wir sagen, hey, Beutel und dann ein Supertrank auf unser Evoli. Ich meine, wir haben genug davon und warum sollten wir sie nicht auch einfach mal einsetzen? Warum sollten wir sie nicht einfach einsetzen? Evoli ist dir sehr dankbar. So sieht es doch aus. Donnershock wird eingesetzt. Ja, ein bisschen Damage kommt durch. Er verbrennt sich nochmal. Wir könnten jetzt eigentlich hier sogar versuchen, über den Blubsauger hier zu gewinnen, was wir jetzt auch tun werden, weil wir uns damit noch ein bisschen healen können. Und das ist ja schon eigentlich der Sinn. Was, die Attacke hat Raichu verfehlt? Oh, das ist natürlich angenehm jetzt gerade. Wir verbrauchen hier nicht nur unsere AP, sondern wir verbrauchen hier auch unser Leben, unseres Evolis gerade. Gott sei Dank setzt er nur die ganze Zeit Donnershock ein und nicht irgendwie was Gutes. Blubsauger ein, schon wieder verfehlt. Ey, gleich tötet die Verbrennung des Raichu. Ich habe noch eine Chance mit dem Blubsauger, ansonsten ja, stirbt Raichu eher an der Verbrennung, von dem her ist es mir eigentlich relativ irrelevant. Also. Kommt der Hit durch, Lage wird brenzlig, Blubsauger wird eingesetzt, nice, damit können wir jetzt auch ein bisschen Damage nochmal machen und uns ein bisschen heilen. Gehen dann wahrscheinlich wieder in den gelben Bereich hoch, es wird zwar nicht viel Energie restored, aber sollte auf jeden Fall für ein bisschen was reichen. 400, ja, oh, ist okay. Duflor. Ne, ich möchte mein Pokémon nicht wechseln. Ich glaube, gegen Duflor haben wir noch eine ganz gute Chance. Kann natürlich sein, dass wenn mein Evoli jetzt hier den Abgang macht, wenn es jetzt nicht direkt einen sauberen Fackelbrand hier rein hittet. Oh, Rasierblatt.
Tschüss, Evoli. Das war knapp. Das war ein wenig knapp. Ich glaube, ich werde mein Evoli austauschen jetzt an dieser Stelle. Dass es nicht drauf geht. Ja, gut, Text. Nee, Arcani. Arcani können wir hier auch gut einsetzen. Säure macht uns vermutlich nicht so viel aus. Das Einzige, was uns hier wirklich viel ausmacht, ist der große Levelunterschied zwischen den zwei. Und wir hauen eine Glut raus. Und damit sollte dieses Duflor weg sein. Sehr gut, sehr effektiv. Wurde besiegt. Und damit ist unser Gegner einfach mal weg vom Fenster. Arcani geht noch auf Level 23. Vielleicht erlernen wir jetzt langsam mal eine gute Feuerattacke. Das wäre auch nicht so das Schlechteste, wenn wir irgendwie hier Flammenwurf oder sowas kriegen. Resistieren gibt auch Erfahrung. Frank ist besiegt. Ich würde sagen, die Season fit genug. Ja, das würde ich aber auch mal sagen. Und wir kriegen 2240 Tacken hier auf die Tash. Verflixt, ich habe in Hitze des Gefechtes Tragosso aus den Augen verloren. Hast du schon mal einen Tragosso gesehen? Ja, ich habe sogar schon eins gefangen. Man erkennt sie an dem Schädel, den sie auf den Kopf tragen. Das Tragosso eben hat so ausgesehen, als hätte es irgendetwas gesucht. Hm, vielleicht finde ich es ein paar Stockwerke weiter oben. Was sagt denn mein Evoli dazu? Evoli wirft Fankers einen selbstsicheren Blick zu. Ja, so muss es doch sein. Dafür wirst du erstmal hier gestreichelt, ha? Ja, feines Evoli. Ganz feines Evoli, hm? Kriegst jetzt auch gleich noch eine Beere. Wir haben ja jetzt inzwischen wieder genug Beeren. Wir haben ja jetzt inzwischen genug Beeren. Jetzt kriegst du sogar ausnahmsweise mal eine Banane. Hier. So, super. Ich weiß, man soll viel mit dem Evoli spielen, dass es jetzt irgendwelche Spezialattacken und sowas einsetzen kann, aber dafür haben wir halt auch eigentlich gar nicht so arg viel Zeit, Leute. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz ins Pokémon Center. Das Parfüm wirkt nicht mehr, das ist gut, endlich wirkt es nicht mehr. Es war dumm, dass ich es eingesetzt habe, aber das kommt halt vor, wenn man auszusehen hier schnell irgendwelche Encounter durchklicken möchte. Rennen rüber kurz ins Pokémon Center, heilen dort unser Evoli. Es war halt schon, es war eine traurige Situation, dass unser Evoli da so viel Damage erleiden musste. Obwohl das Raichu halt eigentlich gar nicht so der starke Gegner war. Vielen Dank für deine Geduld. Sind wieder topfit. Super gut. Dann gehen wir weiter. Beehren sie uns bald wieder. Dann rennen wir nochmal schnell rüber und gehen ins erste Stockwerk. Wir müssen halt hier jetzt sehr, sehr viel kämpfen, auf jeden Fall im Pokémon-Turm. Deswegen möchte ich, dass meine Pokémon da relativ bereit dafür sind. Ich glaube, ich wechsle jetzt sogar auch wirklich in meinem Team erstmal mein Evoli gegen mein Arcani aus. Weil ich mir einfach vorstellen kann, dass Arcani halt gerade relativ gut hier ist. Ich glaube auch, dass meine ganzen anderen Pokémon inzwischen ja auch größtenteils Unlichtattacken haben. Was haben wir hier Schönes? Kapsel-X-Angriff, das ist gut. Schnauche eine Kampftasche. Da ist so ein Special Trainer. Ich möchte mal gucken, ob wir da unten irgendwas... Mir fällt gerade ein, ich muss ja eigentlich zuerst mal dieses Ding hier finden, ja? Du findest ein Elixier. Verstaust du in der Medizintasche? Ja, wir müssen ja eigentlich erstmal dieses, dieses Scope irgendwas hier finden, damit wir da weiterkommen. Aber ich glaube, wir müssen hier die Storyline erstmal weiterfinden, dass hier diese Tragosso, dass das Tragosso weiter triggert. Tragosso. Es ist nirgends zu sehen. Hm? Was ist das? Ein Geist? Ein Gespenst. Verlass diesen Ort. Verlass diesen Ort. Ich wusste gar nicht, dass sie reden können. Und da ist das Tragosso auch wieder. Tragosso sieht unheimlich traurig aus, als es die Treppen hinunterstapft. Oh, das ist voll gemein.
Die unheimliche Atmosphäre hat Evoli verängstigt. Evoli, hab keine Angst. Wir finden das Scope und dann gehen wir hier nochmal hoch und holen uns die Gespenster. Es lohnt sich also jetzt noch nicht, hier irgendwas oben zu machen. Weil wir dieses... Oh, wie hieß es nochmal? Ich muss nochmal ganz kurz den Namen gucken. Ein Sylph Scope brauchen wir. So, mal gucken, ob der gute Dude jetzt hier wieder draußen wartet auf uns und wieder uns direkt sagt, wo das Sylph Scope sich befindet. Ich hoffe aber mal nicht. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass wir es so einfach machen werden. So, wenn ich es nämlich richtig weiß... Genau, müssen wir nämlich hier nach links. Da kommen wir auf Befehl von Giovanni extra nach Lavandia und dann ist von diesem alten Knacker Fuji weit und breit keine Spur. Der einzige Ort, an dem wir noch nicht nachgesehen haben, ist die Spitze des Pokémon-Turms, oder? Genau, aber auch nur, weil uns dieses seltsame Gespenst den Weg versperrt hat. Den Alten konnten wir zwar nicht finden, aber so wie es aussieht, kommen wir wenigstens nicht mit leeren Händen zum Boss zurück. Schnappen wir uns einfach dieses Tragosso und liefern es im Versteck ab. Glänzende Idee, James. Auf ins Rocket Gamer Paradies in Prismania City. Aber natürlich, mein Kleiner, deine Mama ist auch in Prismania City. Onkel James und Tante Jessie bringen dich hin. Also komm brav mit, in Ordnung. Tra, tra. Und damit kommen wir jetzt wahrscheinlich nach Prismania City. Oh nein, das ist ja schrecklich. Ja, das ist ziemlich schrecklich. Hätte ich mal gesagt. Hey Dude, hast du es gerade gesehen? Team Rocket hat einfach das arme kleine Tragosso mitgeschliffen. Offenbar wollen sie nach Prismania City. Wer weiß, was sie alles vorhaben. Am Ende verkaufen sie noch seine Schädelmaske. Ja, das lassen wir natürlich nicht zu. Wir sind jetzt auf Route 8 hier unterwegs und müssen ein bisschen kämpfen. Ich frage mich nur, was die hier auf Route 8 so schönes an Pokémon mit dabei haben. Quizfrage. Welches Pokémon ist zugleich süß, rund und kuschelig? Ein Pummeluff. Na, es könnte auch... Ich weiß nicht, wie man Pixie definiert. Oder Pipi. Ich weiß nicht, wie man die zwei definiert, ob die jetzt rund sind oder nicht. Es ist jetzt wirklich eine Pipi an. Na, so rund ist das jetzt auch wieder nicht. Ich hätte doch eigentlich eher gesagt, dass es Pummeluff ist. Ja, ist nicht so wirklich effektiv. Klingensturm. Okay. Ich glaube, Arcani ist hier einfach nicht die richtige Wahl, Leute. Wir könnten Pipi gegen Pipi antreten lassen. Oder aber ein Kadabra nutzen. Und machen Abracadabra Pipi Vector. Mal einen Klingensturm. Oh, lol. Ah, das ist eine Aufladeattacke. Ah, das ist interessant zu wissen auf jeden Fall. Psystrahl. Sollte ja eigentlich Damage machen, theoretisch. Mehr nochmal ein Metronom. Weißnebel. Ist sehr interessant, was hier für Attacken rauskommen, die ich überhaupt nicht kenne. Die gab es früher einfach noch gar nicht. Aber ich finde es schön, dass sie da, dass sie wenigstens gesagt haben, sie gehen jetzt auf den neuesten Stand mit den ganzen Angriffen und allem möglichen. Nice, damit wurde Pipi einfach mal hier geplättet. Wir kriegen Erfahrungspunkte. Evoli erreicht endlich Level 27, das ist also schön. Und die Schönheit Daniela wurde besiegt. Hör auf, sei nicht zu grob zu meinem Pipi. Du gewinnst 1560 Tacken und du hältst 300 Pokebälle. Nice, 3 Pokebälle. Ja, wir wollen hier nicht gegen den Dude kämpfen, sondern gehen hier durch den Strauch und möchten Spaltschnitt einsetzen. Ja, auf jeden Fall. Und dann hätte ich mal gesagt, wir sind hier im hohen Gras. Da hinten ist noch so ein Trainer, mit dem wir uns nicht anlegen wollen. Achso, wir müssen dann trotzdem da durch, oder wie? Ah ne, hier ist nochmal der nächste Strauch, den wir dann öffnen können. Ja, dass wir halt ziemlich zügig hier durchkommen. Ich habe auch jetzt schon angefangen, die alten Trainer in der Höhle hier zu plätten. Einfach weil ich mir gesagt habe, hey, wir wollen uns hier nicht so oft prügeln und trotzdem zügig vorankommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier direkt schon der richtige Weg ist. Eigentlich, oh nein, das ist der Typ, der durstig ist.
Oh nein, das ist der Typ, der so durstig ist wie... Oh, okay. Ja gut, okay. Dann müssen wir, oh, wie war das nochmal? Wohin komme ich hier hin? Lass mich nochmal ganz kurz gucken, wohin ich hier komme. Unter Führung verbindet Prismania City mit Lava. Ah, okay. Ja, dann sind wir doch hier schon mal richtig. Dann sind wir hier doch schon mal richtig und kommen, wenn wir durch diese Unterführung gehen, nach Prismania City. Ah, da hat hier wieder jemand was verloren in diesem ach so dunklen Tunnel. Eine X-Kapsel oder wie es hieß. Ich finde es ein bisschen komisch, dass man hier unten nicht mit Arcani reiten kann. Und nochmal was verloren. Nochmal eine X-Abwehr. Ach, Kapsel-X-Abwehr, dann war das andere Kapsel-X-Angriff. So. Damit sind wir in der Hauptstadt von Pokémon Let's Go. Sind wir da wirklich in der Hauptstadt jetzt? Sieht noch nicht so ganz hauptstädtisch aus. Wir finden noch ein Elixier. Uiui, das war knapp. Ich möchte nicht gegen dich kämpfen, sorry. Was sind wir denn hier jetzt gelandet? Ah, Prismania City. Das sieht doch gut aus, Leute. Das sieht doch gut aus. Damit sind wir jetzt wirklich hier angekommen. Ich weiß nicht, ist Prismania City nicht sogar die Hauptstadt von dem Pokémon-Universum hier? Ah! Oh, hallo. Was für ein Zufall. Der gute Rocco steht hier einfach rum. Was ich hier mache, fragst du? Ich bin gerade auf dem Rückweg von der Arena von Prismania City. Genau. Als Arenaleiter lege ich nämlich großen Wert darauf, dass ich mit meinen Kollegen austausche, weißt du? So bin ich eben. Ein Profi durch und durch. Leider sehen, dass meine Kollegen nicht alle so. Diesmal bin ich zumindest eiskalt abgeblitzt. Diese Marmoria-Cracker waren als Mitbringsel gedacht. Hier, kannst du sie haben. Du erhältst Marmoria-Cracker von Rocco. Du verstaust das Item in der Itemtasche. Wenn ich Marmoria-Cracker knabbere, kriege ich immer deinen ganz trockenen Hals. Trink daher am besten dazu ein schönes Tässchen Tee dazu. Aha, und du erhältst Tee von Rocco. Jetzt wissen wir auch, was das, wie es da läuft mit Tee. Oh, Felix, ich wollte doch eine Tasse für den Wachmann aufheben. Er sah so durstig aus. Naja, das lässt sich nicht ändern. Jedenfalls scheinst du auf deiner Reise schon ein paar Arenen abgeklappert zu haben. Das lobe ich mir. Immer weiter so. Okay, jetzt wollen wir aber noch ganz kurz, bevor ich diese Folge beende, will ich noch ganz kurz gucken, weil eigentlich müsste ja hier, wenn ich es richtig weiß, das ist der große Shop, da wollen wir auch noch rein. Ich bin mir gerade halt echt nicht so ganz sicher, ob das die... Ist das hier die Stadt mit der Safari-Zone oder ist das die nächste Stadt? Was machst du denn hier? Hä? Kommt man von hier aus nicht in die Arena? Smart. Sehr, sehr smart auf jeden Fall. Jetzt lass mich mal ganz kurz gucken. Entweder ist hier die Arena in Prismania... die Ding in Prismania City oder ist eins weiter. Ich bin mir aber hier, wie gesagt, gerade absolut nicht sicher. Okay, wir sind hier bei Relaxo. Wir sind hier bei Relaxo. Jetzt erinnere ich mich wieder dunkel dran. Oh. Evoli ist von der schieren Größe des Pokémons... überrascht oder erschreckt oder wie auch immer. Ich habe es jetzt nicht richtig lesen können. Ja, mein Kleiner. Oh nein, Evoli. Oh, nicht da schon. Okay, dann schreibe ich wieder hier deine Birne hin. So. Gut. Na, ich mal gesagt, liebe Leute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ich es richtig weiß, ist das hier nämlich das Einkaufszentrum, das große, gell? Ja, das ist das große Einkaufszentrum. Da müssen wir nachher hin. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.